Willkommen, liebe Zuschauer, zu Going Medieval, einem neuen Spiel, was es jetzt im Early Access gibt. Allerdings meines Wissens aktuell auf Epic. Und das ist jetzt hier nur mal ein ganz kurzer Sneak Peek, den ich euch mit dem Video zeigen möchte, denn ich möchte euch das Ganze ausführlicher in einem Livestream vorstellen, und zwar morgen Abend auf jeden Fall, am Mittwoch. Da werden wir ja ein bisschen Going Medieval spielen, und ich zeige euch das Spiel einfach mal hier. Ihr seht jetzt schon mal grundlegend ein paar Eindrücke. Es geht einfach darum, dass man ja einzelne Bewohner hat, die man auch steuern kann, wo man ganz genau Informationen hat. So ein bisschen wie die Sims und wie Banished zusammen sozusagen. Gibt auch noch viele andere Spiele, die so ähnlich sind. Es sieht sehr spannend aus, muss ich sagen. Es gefällt mir sehr. Es ist noch alles sehr viel im Entwicklungsprozess. Aber hat mein Interesse durchaus geweckt. Und so, hier wird jetzt zum Beispiel mal ein Hirsch gejagt. Kann der mich angreifen? Kann ich ihn jagen? Schauen wir mal. War das daneben? Verfehlt. Okay. Schieß noch. Komm. Jag ihn. Du schaffst das, Lambert. Und wie gesagt, am Mittwochabend machen wir dann einen Livestream. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, um wie viel Uhr. Vielleicht so gegen 19 Uhr oder 19:30 Uhr. Also schaut da auf jeden Fall mal auf YouTube und auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Da werden wir dann mal von Grund auf ein neues Dorf starten und gemeinsam das Abenteuer hier suchen und das Ganze hier entdecken. Ich habe mir jetzt schon mal die Grundlagen angeschaut. Also es gibt hier ganz viel über Verwaltung, Forschung, Terminplan für die einzelnen Leute. Also man kann hier alles ja, schön machen, aufbauen. Ihr seht jetzt hier, man kann auch hier mit verschiedenen Ebenen arbeiten, dass man alles sieht, was man haben möchte, und dann eben individuell auf die Bedürfnisse auch der Personen eingehen, und sich um die kümmern, zum Beispiel Unterhaltungsaktivitäten oder auch Nahrung, ganz klassische Dinge. Vieles machen sie automatisch, vieles kann man ihnen zuweisen, man kann ihnen aber auch Direktbefehle geben. Es ist auf jeden Fall eine Vielzahl an Möglichkeiten hier denkbar, und ich bin mal gespannt, wie ihr das so findet. Deswegen Mittwochabend so ab 19 Uhr oder 19:30 Uhr. Ich werde natürlich den Livestream dann morgen ankündigen, sobald es soweit ist, wahrscheinlich eher 19:30 Uhr. Und dann seid ihr hoffentlich mit dabei bei Going Medieval. Dann gibt es morgen auch noch ein paar mehr Infos zu allem, was zu dem Spiel noch zu wissen ist, im Livestream dann. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.